ist jetzt endlich vorbei. Froh und munter geht's jetzt also wieder weiter. 500 Euro habe ich für euch heute mit dabei. Was ihr dafür machen müsst? Ganz einfach. Einfach die nächsten 7 Fragen in jeweils 10 Sekunden richtig beantworten. Habt ihr eine Frage falsch, könnt ihr bis Frage 4 ein Extra-Leben einsetzen oder im Quip-for-Fun-Modus weiterspielen. So, das wäre geklärt. Fangen wir an mit Frage Nummer 1. Der Preis eines Produktes gilt im Hinblick auf seine Qualität nicht immer als Celsius-Gabel, Fahrenheit-Löffel oder Gradmesser. Nicht immer, aber manchmal schon. Oder wie der Kölner sagen würde, was nix kostet, das ist auch nix. Also die richtige Antwort ist hier der Gradmesser. Das war hier die richtige Antwort für Frage Nummer 1. 8.685 Quipster wussten das und quippen sich eine Frage weiter. Ist von der ausverkauften Ball-Arena die Rede, geht es zumeist um Fußball in Leverkusen, ein Bierzelt auf der Wiesen oder Opern in Bayreuth. In der Ball-Arena, dem Stadion der Werkself von Bayer 04 Leverkusen, können die Fußballfans auf 30.000 Sitzplätzen die Spiele live mitverfolgen. Die Ränge zieren rote und schwarze Sitzschalen, teils mit Bayer-Schriftzug. Beeindruckend ist vor allem auch das Stadiondach. Das Ding hat einen Durchmesser von 217 Metern und eine Fläche von 28.000 Quadratmetern. Richtige Antwort ist hier Fußball in Leverkusen. 7.884 Fußballbegeisterte sind heute mit dabei. Wenn ihr sie nicht eh schon kennt, kann ich euch vor allem auf jeden Fall die Quip Kicker Show empfehlen. Da geht es ausschließlich um das Thema Fußball. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie lautet ein anderer Ausdruck für Buffet oder Anrichte? Snowboard, Sideboard oder Motherboard? Das Sideboard, auf Deutsch eigentlich Seitenbrett, ist ursprünglich ein englischer Möbeltyp mit frühen Beispielen schon im 16. Jahrhundert. Heute wird so eine Anrichte bezeichnet. Sideboard ist hier die richtige Antwort. 7.731 Quipster hatten hier auch die richtige Antwort parat. Frage Nummer 4. Wie viele deutsche Nachbarbundesländer hat jedes deutsche Bundesland im Durchschnitt? 1,825, 3,625 oder 5,425? Insgesamt gibt es in Deutschland 58 verschiedene Bundesländergrenzen. Bremen, Saarland und Berlin haben einen Nachbar, Hamburg haben 2, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben 3, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern haben 4 Nachbarn, Brandenburg und Thüringen 5, Hessen 6 und Niedersachsen ganze 9 Nachbarn. Rechnet man das zusammen, liegt der Durchschnitt bei 3,625. Das war hier die richtige Antwort. Und 5.461 Quipster kennen in sich in Deutschland doch schon sehr gut aus. Und für die nächste Frage bleiben wir auch in Deutschland. Genauer gesagt, gehen wir nach Berlin. Beim Konzert welcher Band wurde 1965 die Berliner Waldbühne komplett verwüstet? Beatles, Rolling Stones oder die Ramones? Am 15. September 1965 fand eines der legendärsten Konzerte in Berlin statt. Das der Rolling Stones in der Waldbühne. Es gab fast 100 Verletzte, 85 Festnahmen und eine auf Jahre kaputte Waldbühne. Die Bravo, die hatte zu dem Konzert geladen. Die Stones, damals noch mit Brian Jones und Bill Wyman, waren der Hauptact. Ihr Auftritt war nur auf eine halbe Stunde terminiert. Aber bereits nach 20 Minuten, ja, da war dann auch schon wieder Schluss. Die Rolling Stones war hier die richtige Antwort. 5.405 Quipster quippen sich mit dieser Frage also weiter ins Halbfinale von unserem Quippy heute. Und kommt zu Frage Nummer 6. Welchen Namen trägt das im Februar 2008 eingeweihte europäische Weltraumlabor? Copernicus, Columbus oder Galileo? Am 8. Februar 2008 startete das Columbus-Modul mit der US-Raumfähre Atlantis ins All. 3 Tage später koppelte das Forschungslabor an die internationale Raumstation an. Seither umkreist es gemeinsam mit ihr in rund 400 Kilometern Höhe unsere Erde und das als europäischer Hauptbeitrag zur ISS. Columbus war hier die richtige Antwort. 2.867 Quipster sind damit in unserem Finale heute. Jetzt nochmal volle Konzentration für die allerletzte Frage. Frage Nummer 7.
Was wurde als antibiotisches Arzneimittel im 20. Jahrhundert durch Penicillin weitestgehend abgelöst? Gold, Silber oder Bronze? Silber galt seit der Antike als natürliches Antibiotikum und wird besonders in der Alternativmedizin, vor allem als kollidiales Silber, bis heute geschätzt. Richtige Antwort war Silber und 1604 Quips haben heute einen Teil des Jackpots abgesahnt. Herzlichen Glückwunsch an doch so viele, die jetzt gerade gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch gehen an Ben101, Arigo, Tobi, Uber Besserwisser, Ottmar und ganz viele andere. So, und jetzt gibt's natürlich noch den Quippy-Tipp für morgen. Beschäftigt euch doch mal mit der Bedeutung von Rock'n'Roll. Schön, dass ihr wieder jetzt mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, over and out.